Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop, Mittwoch, 10. Oktober 2018. Mittwoch ist ein Merkurtag. Und das färbt auch in unserem heutigen Tag Handlungen, aktiv zu sein, die Neugier, Erfahrungen, Austausch, Gesprächen, Kommunikation, eine wichtige Nachricht. Und es wirkt besonders bei den Waagegeborenen, bei den Zwillingsgeborenen und bei den Wassermanngeborenen. Merkur befindet sich nach indischer Astrologie, nach dieser Berechnung in Tierkreiszeichen Waage. Wir können etwas starten, was vermehren soll, etwas vergrößern. Natürlich eignet sich diese zunehmende Mondphase dazu. Mond befindet sich auch in Tierkreiszeichen Waage nach dieser indischen Berechnung und steht in Verbindung mit Venus. Also Thema Nummer 1 ist heute Liebe, Partnerschaft, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, bewusster wahrnehmen. Das ist eine schöne Energie für die Waagegeborenen, für die Zwillingsgeborenen, für Wassermanngeborenen, für die Schützegeborenen, für die Löwegeborenen. Das spiegelt aber etwas für die Wiedergeborenen, dass die Wiedergeborenen das auch bewusst wahrnehmen. Und diese Aktivität, auf anderen zuzugehen, Interesse zeigen, Gefühlen annehmen, eine gewisse Unterstützung oder Einflüsse von außen und löst etwas aus in Gefühlen und Veränderungen in die Liebe, Partnerschaft. Das erleben die Skorpiongeborenen und die Jungfraugeborenen. Unsicherheit, innere Unruhe, das verspüren dann die Stiergeborenen und die Fischengeborenen und eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft. Und auch bei den Gefühlen, die Unruhe, das haben gerade die Krebsgeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, steht in Verbindung mit Venus, die wirken auch gemeinsam. Und die Mondhaus, wo die beiden befinden, heißt Swati. Dieses Wort kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Kreuz, aber bedeutet auch selbst. Und in diesem Mondhaus wirkt ein Sternbild und dieses Sternbild heißt Kreuz des Südens. Diesem Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und hier befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Also heute ist die Selbstfindung auch wichtig. Kreuz heißt auch eine Kreuzung schicksalhafter Begegnungen oder schicksalhafter Entscheidungen, in welche Richtung soll das weitergehen. Und diesem Stammbild Kreuz das Süden vermittelt uns Themen wie Spiritualität und Religion auch. Also das ist die Energie von dem Stammbilder. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen. Aber ich muss betonen, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Und das kann passieren, dass jemand meint, ist in Tierkreiszeichen Jungfrau geboren und das stimmt nicht, weil ist im Tierkreiszeichen Löwe geboren. Oder jemand denkt, ist in die Tierkreiszeichen Zwillinge geboren und stimmt auch nicht, weil kann sein, dass dann in Tierkreiszeichen Stier geboren ist. Ich empfehle diese Umrechnung. Informieren Sie sich im Internet, ob das möglich ist, die Horoskopen umrechnen auf diesem indischen Astrologie oder ich kann das anbieten als Blitzberatung und ich rechne das alles um, nicht nur Sonne, Mond, sondern auch die Planeten. Also die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist wichtig, die Selbstdarstellung.
die Wahrheitssuche oder etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, sehen, gesehen zu werden, wahrgenommen werden, aber auch wichtig, das Auftreten ändert sich etwas vielleicht an dem Auftreten, ändert sich an die Aussehen, neue Haarfarbe oder anderen Kleid, also da kommen Veränderungen. Was nicht so gut ist oder da haben die Jungfraugeborenen Schwierigkeiten, etwas loslassen, von etwas verabschieden, trennen oder kündigen. Die Jungfraugeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, wenn das um Veränderungen geht, was sehr gut für die Jungfraugeborenen eine gute Nachricht, gute Verträge, Gewinnchancen, Glück in die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Waage Geborenen haben andere Themen wie Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch Finanzen. Kleinere Veränderungen sind möglich, auch Gewinnchancen haben die Waage Geborenen, die können einen Vertrag unterschreiben, das hat Vorteile. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Liebe Partnerschaft ist auch sehr wichtig, gerade bei die Waage geboren, bei dieser rückläufige Venus kann das Thema sein von Vergangenheit oder meldet sich jemand von Vergangenheit. Die Waagegeborenen fühlen sie sich aber kraftlos, müde und sie haben ein bisschen Stress mit den Kindern oder kommen Kindheitserinnerungen und das kann eine Belastung sein bei die Waagegeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben einen Besuch oder sie besuchen jemanden oder kommt eine Einladung, bewegt sich etwas in die Familie, in Nachbarschaft. Ist auch möglich bei den Skorpiongeborenen, dass sie eine Schulung teilnehmen. Eine kleine Reise ist auch möglich. Es ist eine gute Zeit, Gespräche führen, einen Vertrag unterschreiben, um die Finanzen kümmern. Und auch gute Zeit für die Liebe und Partnerschaft, wo die Skorpiongeborenen Enttäuschungen haben oder empfinden das als ungerecht. Das ist die Arbeit, die berufliche Situation und sie haben momentan Schlaflosigkeit oder gesundheitliche Themen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die eigene Zuhause oder sind sie gerade im Rückzug, weil sie brauchen die Ruhe und sie möchten sich erstmal erholen. Die können auch gut starten etwas oder etwas gründen, das ist die Basis, da auch die Kraft und die Mut etwas zu starten. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, es ist gute Zeit für die Liebe, haben auch Gewinnchancen. Die einzige Schwierigkeiten, was die Schützengeborenen haben, sie haben das Gefühl, sie bekommen zu wenig Anerkennung, sie werden nicht wahrgenommen, sie werden übersehen und das bringt die Schützengeborenen gerade aus dem Gleichgewicht. Die Steinbockgeborenen haben Kraft und Mut, sie spüren diese schöpferische Kraft, sie starten etwas Neues oder haben tolle Ideen. Aber die Gespräche gehen nicht voran oder es ist schwierig, etwas zu klären oder kommt eine schlechte Nachricht. Ein Vertrag unterschreiben ist nicht gut, das führt zum Verlust. Und sie sollen auch auf dem Geld achten, weil das kann auch zum Verlust gehen oder etwas zu teuer wird gekauft. Also die Finanzen stehen gerade nicht so gut. Und die Steinbockgeborenen sollen geduldig sein, bis die Energie etwas besser ist und bis sie dann inneren Gleichgewicht finden. Momentan sind die nervös. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben viel Aufgabe, viel Arbeit und es ist etwas im Arbeitsplatz, was die Wassermanngeborenen enttäuscht. Es kommen die Täuschungen, entweder jemand täuscht etwas vor im Arbeitsplatz, in beruflichen Situation oder die Wassermanngeborenen fühlen sich enttäuscht bei der Arbeit. Wo die Wassermanngeborenen Glück haben, das ist die Finanzen, Gewinnchancen, eine gute Nachricht, gute Verträge und in die liebe Partnerschaft.
Die Fischengeborenen sollen auf die inneren Gleichgewicht achten. Sie haben auch Kraft und Mut, auch Ideen, etwas Neues starten, aber diese Unsicherheit, das hindert und sie sollen Angst, Unsicherheit überwinden. Die Fischengeborenen fühlen sich in die Liebepartnerschaft auch etwas unsicher und momentan entsteht dieses Gefühl, die verlieren die feste Boden unter den Füßen. Das hängt alles in Luft, mindestens dieses Gefühl haben die Fischengeborenen. Die Wiedergeborenen können mit einer Überraschung rechnen oder unerwartete Ereignisse. Die Wiedergeborenen haben ämtliche Themen wie Finanzamt, Banken oder Schulung, eine Schule. Also die ämtliche Situation kann auch Gericht sein oder eine erbschaftliche Situation oder eine Scheidung. Es ist gut möglich. Die Wiedergeborenen sollen Kontakte pflegen, auf anderen zugehen, die Gespräche führen und um die Liebe kümmern. So kommt die Liebepartnerschaft im Gleichgewicht. Was noch wichtig ist bei den Wiedergeborenen, um die Finanzen kümmern. Die Kinder haben einen gewissen Einfluss auf die Wiedergeborenen. Entweder sind Missverständnisse da mit eigenen Kindern oder viel Stress. Kann auch bedeuten, dass Kindheitserinnerungen kommen und damit auch Tränen bei vielen Menschen. Die Tierkreise zeichnen Stiergeborenen, machen gerade Erfahrungen oder eine Reise oder Auslandskontakte oder Besuch von Ausland. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, diese Erfahrungen. Die Stiergeborenen haben Unsicherheit in der Liebe, Partnerschaft, bei Handlungen, Verträgen, ist noch etwas unklar und sie sollen mit Finanzen, Investitionen etwas vorsichtig sein, weil es ist ein gewisses Risiko da und die Stiergeborenen sollen auf die Gesundheit achten, es ist Schlaflosigkeit möglich. Die Tierkreise zeichnen Zwillingsgeborenen, kümmern um die berufliche Situation. Viele Zwillingsgeborenen suchen ihre wahre Berufung. Sie bekommen eine gute Nachricht. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie haben Gewinnchancen. Das einzige Problem, was die Zwillingsgeborenen haben, das Gefühl, übersehen werden oder nicht wahrgenommen werden, nicht ernst genommen werden. Die Tierkreise zeichnen Krebsgeborenen, haben karmische Themen, karmische Lernaufgabe oder karmische Begegnungen. Die Krebsgeborenen kümmern um die Freundschaften, haben auch gute Hoffnung, aber es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues starten. Ein bisschen Geduld noch, bis das alles in Bewegung kommt. In die Liebe, Partnerschaft und bei den Gesprächen ist eine gewisse Spannung da. Die Tierkreise zeichnen Löwengeborenen, sind ein bisschen im Rückzug. Sie brauchen auch die Ruhe, diese inneren Gleichgewicht, diese inneren Kraft. Die Löwengeborenen sehen etwas, was andere nicht sehen und sie haben so mystische Erfahrungen oder erfahren Geheimnisse. Sie schauen auch hinter den Kulissen. Die Löwengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten und auch Gewinnchancen gut in Finanzen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus?
Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.